Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2015 auf der Kreisona Map mit dem Björn, Renny und Kliggy. Hallo. Hallöchen. Jetzt werden Bäume gepflanzt, sagst du? Ja, ist die erste Palette schon durch. Komm ran da. Ehrlich? Wo denn? Ja. Ach, da musst du Klubschen aufmachen. Guck mal hier, ganz, ganz kleine, feine Bäumchen. Babybäumchen. Wo fährst du mit den Chasey B hin? Was? Randy, Kliggy kommt ja her, um den zu tanken. Na egal, kaufen. Ja, ich bin schon unterwegs. Sag mal. Halt. So, ich glaube, ich habe noch nie Bäume angepflanzt. Pflanzmaschine senken. Wir sind übrigens für eine S-Wochen Patch rausgekommen, die Version 1.3 Public Beta. Aber wir haben uns erstmal dazu entschieden, sie nicht runterzuladen. Warum? Beta. Achso, die 1.3. Ja, Beta Patch. Es ist zwar eine große Liste, was sie alles verändert haben. Unter anderem funktioniert die Fahrzeugphysik jetzt. Schreiben sie, wir haben es immer geschrieben. Nicht verbessert, sondern funktioniert. Er funktioniert jetzt zuverlässiger, Fahrphysik funktioniert jetzt zuverlässiger. Und irgendwas mit Bäumen, dass nicht mehr so viel abstürzt, aber das merkst du seit dem ersten Patch damals auch nicht mehr so wirklich. Guten Tag. Guten Tag. Ja, und auch mal noch eine Scheiße halt. Den man vorher im Spiel noch nie was gesehen hat. Hat es da doch irgendeinen Klick, oder? Was macht's? Das ist doch irgendwas. Vorgelesen mit Drescher zurücksetzte und irgendwas. Irgendwie, ja, irgendwas mit Drescher, irgendwas schon um Einzugsanimation oder so. Ne, und das Schneidwerk. Ist mir vorher nicht aufgefallen. Ja. Aber ist halt ein Beta-Patch, muss man nicht haben, steht auch extra da. Achtung, Beta-Patch kann das Spielerlebnis negativ beeinflussen. Ja. Das ist wie mit Bier. Kann auch das Spielerlebnis negativ beeinflussen? Ah, wenn du zu viel davon schüttest. Ja, das ist so. Hab's auch gesehen. Ja? Ja, ja. Wieso ganz werden? Das läuft man dann auf fremden Betten, ey. Voll? Voll. Wer? Ich. Hä? Der Traktor ist voll. Traktor ist voll. Wer schläft auf fremden Betten ein, weil er voll ist? Das ist geil. Hast du hier auch Sprit? 73 Liter. Hast du noch? Das ist beim Fahren tanken oder was? Ich hab noch zwei Bäume drauf. So wie Flugzeugbetankung. Ja. Schlauch rüber. Steck ihn rein, aber richtig. So, läuft. Jetzt bloß nicht aufhören. Wahnsinn, Gehölz. Ich überleg nur gerade. Ja? Was haben wir heute? Haben wir Dienstag? Ja, Aufnahme. Mittlerweile schon. Gestern war Samstag, laut Aufnahmetermin. Ich habe gestern mein Geburtstagsessen gehabt. Oh, eigentlich wollte ich ja schon. Ich wollte dich sowieso fragen, hast du denn eigentlich ein bisschen gefeiert oder was hast du denn gemacht? Ja, ich hab eigentlich geplant gehabt, so richtig so Männergrillen, Barbecue, so. Ja, das könnte ich mir schon denken, dass du das geplant hast. Ne? Aber dadurch, dass ja Petrus mich nicht so mag, weil ich überzeugter Atheist bin, habe ich das halt umgeswitcht zu meinem jährlichen Currywurstessen. Ich mache einmal im Jahr ein Currywurstessen. Das heißt, da waren gestern 12 Personen da und da gibt es dann Currywurst ohne Ende à la Minute. Krass. Selbstgemachte Pommes frites. Also ich habe auch keine Lust mehr, ehrlich gesagt, mit Björn aufzunehmen. Jedes Mal erzählen wir hier vom Fressen. Alter, das ist so krass, ey. Ja, insgeheim sind das alles Product Placements, die hier nicht als Werbung. Nee, aber da hat man jedes Mal Hunger hier, wenn man mit Björn. Einmal erzählt er einem wieder hier, was er wieder die Steaks grillt und dann erzählt er einen hier mit deinen Currywurst. Ey. Schade, dass wir so weit auseinander wohnen. Ja gut, ich bin. Warte, bin ich gar nicht. Doch, im Juli komme ich bei dir vorbei in der Nähe. Auf der. Nee, war auch nicht. Berlin bin ich im Juli. Naja, Berlin ist nicht in der Nähe. Knapp vorbei. Knapp vorbei, ja.
Nee, aber es sind durchgegangen 25 Würste, knapp 4,5 Kilo Kartoffeln sind durchgegangen dafür und 4 Liter Soße. Okay. Und als Aperitif, also als kleiner Willkommenstrunk, gab es dann Maß Bier. Ich wollte eigentlich, die Hackschnitzel hat jetzt keiner weggefahren, gell? Nope. Gut, dann mache ich das noch. Was gab's als Willkommen? Ein Maß Bier. Ein Maß Bier, Erdinger Weißbier. Ah, es gibt auch natürlich andere schöne Weißbiere. Pfui. Das ist bei mir so dann das deutsche Essen. Da kommen dann die Schweizer kommen dann gerne. Die stehen dann sogar Schlange und fragen, wann ich mal wieder mache. Mit deutschem Kulturgut kochen wir. Sehr gut. Das ist gut. Fällt mir. Wie gesagt, schade, dass wir so weit auseinander wohnen. Bei deinen berühmten Grillabenden wäre ich doch auch das ein oder andere Mal gern dabei. Ja gut, aber du bist ja der Wurst-Commander, oder? Hm? Bratwurst-Commander. Ach, Entschuldigung, Bratwurst-Commander, ja stimmt. Ich hab's gestern gesehen, das Video. Ach so, okay. Ja. Meine Freundin hat gefragt, ob dir die Hose auch passt. Ja, warum? Jetzt nicht mehr. Sah die so klein aus? Nee, du sahst so klein aus, deswegen. Wie, ich sah so klein aus? Ich bin 1,80 Meter, Junge. Ich glaube, ich bin größer wie du. Wie groß bist du, Björn? 1,77 Meter, wenn ich gut drauf bin. Was heißt also früh, ja? 3 Zentimeter, kann viel ausmachen. Wenn er aufgeblust ist. Wie groß warst du eigentlich, Klingi? Über 1,80, gell? 1,90. 1,90. Mit Schuh oder ohne? Ohne Schuhe. Ja. Vor allem mit Schuhe, wenn ich meine Heels trage, bin ich natürlich größer. Och Mensch, Olli. Die hast du nur aber am Wochenende an. Ja. So, wo muss denn das jetzt hin in der Biogasanlage? Direkt in den Mischer? In den Fermentierer, ja. Hm. Da müsste auch noch so ein Fliegel stehen, da müsste auch noch was drin sein, glaube ich. Mhm, das ist korrekt. War nur voll. Das mit den. Warum spulst du 12.000, wenn ich hier noch die Anfrage. Oh. Weil ich das langsam vormache, allerdings. Geht ja noch Mietvertrag, wir haben da gar keine mehr. War das jetzt einfach nur der Chat? Gewesen sein. Das war der Chat sicherlich, ja. Ah, gut. Und dann gibt's den Ei. Ja, ja. Da schön. Moment. Noch nicht. Schön. Verlieren wir wieder Geld. Warum? Keine Ahnung, jetzt gewinnen wir wieder Geld. Ein ständiges Auf und Ab da hier. Kommt nochmal was? Jetzt ist voll, hab noch aber noch 11,9. Okay, jetzt verlieren wir wieder Geld. Hä? Ja, wir verlieren Geld, also irgendwer da. Ich dachte, Helfer, ne? Oder tanken also, oder was weiß ich, whatever. Spul mal ein bisschen vor, dass ich die 11.000 noch reinschieben kann. Aber nee, Tino, ich war weiter. Erst ein einziges Mal in meinem Leben in Thüringen in der Stadt aus dem Auto ausgestiegen. Ansonsten habe ich mir das nicht getraut, oder wie? Geht nicht. Nee, ich überleg, Gera war ich das einzige Mal in Thüringen, sonst nie. Nie in meinem Leben. Nur auf der A9 durchgefahren. Haben wir aber schon 4 Stunden davor gespielt. Ich habe auch noch 10.600 drin. Ja, nicht, lass stehen, man kann ja dort immer wieder was abholen. Warte mal, da geht es ja mit den Smart 12, ne? Jetzt darf das klappen. Mhm. Komplett leer. Gut. Kann man an den roten oder an den Fliegel jeweils noch einen hinten dranhängen? An den Fliegel kannst du den hinten dranhängen. Aber, Alter. Spuse du wie ein Wahnsinniger. Wir sind fertig mit allen, die Felder müssen wachsen. Gibt genug, du kannst noch Gras mähen. Och, genau, man kann es aber auch sein lassen. Ich kann nur deine High Heels putzen. Das haben wir angebracht. Wie soll er denn sonst Geld verdienen? Meine Güte. Du bist doch schon reif. Mensch, ich würde trotzdem gerne im nächsten Tag haben. 6 Uhr morgens, was gibt's Schöneres? Schlafen. Ich bin ins Bett. Love is in the air. Na 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 na. Klick. Das musst du jetzt nie ausführen. Aber fährt er sich gleich, ne? Mit dem kleinen Baum gesteuert hier. So, gut. Dann erstmal hier die Anhänger wieder zurück.
Wie viel Geld haben wir jetzt aktuell? Was investieren wir? 12. Zwut? Achso, doch, den scheiß Anhänger. Ich hab noch 32. Ich hab noch 16. Ja, ja, stimmt. Ich hab noch 16. Dann löschen wir die Kunden. Warum? Ich will immer was kaufen. Ja, aber das machst du mal sehen, wie viel wir haben. 3,77. 3,77, das kommt jetzt gut. 2,77. 2,2. Oh, er hat aufgepasst letztes Mal. Gut, dann. Jetzt gewinnen wir Geld. Verdienen, wir gewinnen. Gewinnen tun nur Leute, die spielen. 197.000. So, warte mal, dann schauen wir gleich mal, was es da Schönes gibt. Den Hauptpreis. Oder Was macht denn der Chasey B gerade? Er steht. Aber er macht nichts. Richtig. Dann würde ich den gerne mal benutzen wollen. Was? Den Anhänger noch hochfahren. So. Na, was wollen wir jetzt investieren, weil wir nicht Mietestrecher? Ja, Miet, dann würde ich sagen, erstmal Mietdrescher und dann gucken wir weiter nachher dann. Ja, Drescher müssen wir auf jeden Fall erstmal mieten. Wir können uns ja nicht mal einen New Holland holen. Ich habe recht mächtigen Durst. Ich brauche Bier. Was wird er? Ja, ja. Ja, ist ja jetzt Gerstenzeit, ne? Ja, wie sieht's eigentlich aus? Angepflanzt hatten wir jetzt was? Gerste für die Bierbrauerei, weil da nichts mehr drin war. Weil wir hatten ja. Na, haben wir nicht Gerste für alles angepflanzt? Also ja, Gerste brauchen wir doch auch oben in der Mehlbude und alles. Überall. Ja, ich glaube, Gerste war doch überall, ne? Ich muss auch mal gucken, was meine Goldbräuler machen. Ja, haben die genug Wasser noch? Ach, die verbrauchen so wenig, Alter, das kannst du voll vergessen. Da musst du hier 10.000 Hühner kaufen. Aber ich guck gleich mal. Haben wir denn was, um die abzufahren schon? Nee, nee. Wollten erst Klicki, mal. Du kriegst deinen Scania noch. Was holt der denn an? Ich flipp hier aus. Wow! Was war das für ein Leck? Mega. Mega. Den wollte ich gerade mitnehmen. Na gut. Achso, ja, hier, dann nimm. Weiß nicht, ob du den LKW oben brauchst oder ob du den hier stehen lassen willst. Nö, den nehme ich mit hoch. Ich wollte jetzt hier, weil es gerade leer ist, wieder. Na, dann nimm mit. Stroh reinhauen. Schneller. Also, du wolltest Stroh fahren? Ja, hier gleich reinhauen, weil wir haben ja noch so viel im Lager. Wo reinhauen? Ich lasse eine BGA, damit wir mehr Gülle kriegen, falls wir doch mal mehr Wasser brauchen, weißt du? Ja, Gülle kannst du verkaufen. Oder das. Weil Gülle bringt richtig Kohle. Haben wir hier so ein großes Gülle-Lager? Nee, ne? Stell dir mal hier nicht. Auf dem Hof. Auf dem Hof ist ein Gülle-Lager. Abgekürzt. Ach ja, da war das große Ohr. Können wir das nicht mal voll? Das können wir doch mal voll Lochen, machen. Große Lochen. Ja, musst du viel reinscheißen. Krieg mal hin. Mal ein bisschen Scheiße labern, genau. Guck mal, der hält gut mit, ne? Hm, ich hab auch noch nicht Gas gegeben. Sachen, ist der Spruch beim Fortfahrer, wenn er verliert, oder? Wir verlieren bloß nie, das ist das Problem. Ja, deswegen kennst du ja auch den Spruch. Hm. Los, wenn lass mal bremst. Umhängen, fahr mal den Anhänger hinter hier. Den blauen Auflieger. Dass das mal wieder hinten hier in der Unterstellhalle steht. Ach ja, ist ja auch super, ne? Wir haben ja die Waschanlage heute drin, können wir ja endlich mal die Waschanlage benutzen. Also in den wollen wir jetzt reintanken mit dem Drescher, oder? Ja. Die nehmen wir jetzt zum Abfahren, die zwei hier auf jeden Fall. Wir haben doch 3 Drescher gemietet, oder? 4. 4 Drescher? Ja. Weil die lassen wir eh von Helfern meistens fahren, ne? Na dann, na oder gut, aber ich könnte jetzt... Kommentaren aufgenommen. Was? Dass wir mehr so mit Helfern machen, dass wir auch mal was abwechseln haben. Habt ihr schon irgendwo angefangen, oder wo wollt ihr anfangen? Ja, nö, steht alles noch am Ende. Oh, jetzt mit dem ersten los. Achso, ja gut. Ansonsten würde ich gleich wieder neben Hof die Felder halt, wie immer. Ja, ihr fangt am besten mit Feld 12 an, oder? Weil das ist das erste Feld, was ihr seht, wenn ihr jetzt Richtung Hof fährt. Ja, da sollte ja eigentlich Raps drauf sein. Warum oder? Soll da Raps drauf sein? Weil wir das fürs Benzin gebraucht haben. Hab ich aber doch Ruhe schon getankt. Es hieß beim letzten Mal, mach bitte Feld 12 Raps. Genau, ja. Für Biodieselherstellung. Mhm. Das kleine Feld war das. Achso, ja, gut, das kann sein. Ja. Oh, die Kruzifix. Ja, dann einmal abmoderieren, bitte.
Steven, geht gleich los. Geht gleich los, Mario. Gut, dann Leute, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden dann hier im nächsten Part auf jeden Fall erstmal schön alles dreschen. Ihr lasst das Däumchen da, schaut mal in die Videobeschreibung, da findet ihr die anderen. Und ja, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, schönen Dienstag. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.